Herzlich willkommen bei der zweiten astrologischen Reise, der Reise durch den Tierkreis. Wir haben ja mit Widder begonnen letzte Woche und heute ist der Stier dran. Und das Stierprinzip wird im Horoskop durch die Venus repräsentiert. Und Stier steht für Revier, steht für Verwurzelung, steht für Selbstsättigung, steht auch für Wohlstand, steht für Materie und ist eigentlich so, dass das behäbigste, das langsamste, eines der langsamsten Zeichen ist ein Erdzeichen im Tierkreis. Widder war ja Feuer, der Initialfunke, und jetzt kommt eben der Stier, die Erdschwere rein und die Materie. Und beim Stier geht es auch eben ganz stark um den Körper, und diese Venusreise, die wir heute machen, führt dich eben auch in den Körper, in die Sicherheit, in deine Selbstsättigung. Dann wünsche ich mal eine schöne Reise. Schließ bitte einfach mal deine Augen und atme mal tief ein und wieder aus. Und tief ein und wieder aus. Und stell dir einfach mal vor, jetzt während du deine Augen geschlossen hast, so vor deinem geistigen Auge, entsteht eine prächtige Blumenwiese. Und wenn du weiter schaust, siehst du Felder, die angelegt sind, wo überall schon Kulturpflanzen wie Getreide oder Mais zu wachsen beginnen. Es ist eher so ein rurales Umfeld, aber du spürst, dass du dich sehr, sehr wohl fühlst. Du spürst, dass du hier sicher bist. Du spürst, dass du in deinem Revier bist. Die Feldwege, die du entlang gehst, bist du schon 100 Mal gegangen. Jeder Stein ist dir hier vertraut. Alles steht mit dir in Verbindung. Jedes Feld, jede Blume, überall hast du Verbindung dazu, zur Erde, zu diesem Revier, zu deinem Gebiet. Und wenn dir das zu weit ist, dann stell dir vor, dass du in einem Garten bist, in einem Garten, wo du jede Pflanze eingepflanzt hast, den du selber umzäunt hast. Du bist in deinem Revier. Und du spürst auch Mutter Erde, du spürst die Kraft aus der Erde. Und du hast auch dieses Gefühl, so wie es in der Bibel heißt, aus Lehm geformt, also aus der Erde geformt, dass Teile von dir aus dieser Erde stammen. Das ist so die Erde, in der deine Ahnen begraben sind, in der deine Familie lebt, in der deine Kinder groß werden. Und aus dieser Erde bist auch du gemacht. Und du bist Teil dieses Bodens, Teil dieses Gartens, Teil dieses Reviers. Und du beginnst jetzt wirklich so diese Erde, die Materie mal zu spüren. Und alles, was dich mit dieser Erde verbindet. Und du spürst, dass die Verbindung dieser Erde eine sehr liebevolle ist, eine sehr zärtliche, eine leichte. Dass du dich wohlfühlst. Weil es für dich selbstverständlich ist, dass hier etwas Neues erwächst, dass hier neue Kräfte wirken, die sich immer wieder erneuern, dass immer wieder etwas nachkommt, dass du in diesem Kreislauf geborgen bist, zu Hause bist und ganz gut aufgehoben bist. Da gibt es keine Unsicherheiten. Das ist die Sicherheit, das ist der Kreislauf, der war immer schon so, der wird immer so sein. Und du spürst einfach diese Stabilität, diesen Rückhalt, diese Sicherheit, die dir dieses Revier, dieser Garten, diese Erde schenkt.
Und das ist dein Fleckchen Erde. Das ist dein Revier. Egal, was andere für Reviere haben, das ist deines. Das ist das Revier von dir und von deiner Sippe, von deiner Familie. Dieser Boden nährt dich. Dieser Boden schenkt dir Sicherheit. Und es ist eine Vertrautheit da. Und genauso wie dein Revier, die Pflanzen in deinem Revier immer Rhythmen unterworfen sind, dem Frühling, Sommer, Herbst, Winter, genauso spürst du bei deinem Körper, dass auch der in einem energetischen Rhythmus ist. Und nicht nur wie die Jahreszeiten, das wechselt sich. Manchmal ist eher ein Wintertag, manchmal ist ein Sommertag, manchmal ein Frühlingstag und manchmal ist ein Herbsttag. An manchen Tagen kannst du neue Kräfte mobilisieren, hast das Gefühl, etwas Neues anpflanzen zu können, was Neues beginnen zu können. An manchen Tagen hast du das Gefühl, leben zu wollen, musizieren zu wollen, Freude feiern zu wollen. An manchen Tagen hast du das Gefühl, arbeiten zu müssen, fleißig sein zu müssen, klar sein zu müssen. Und an manchen Tagen, manchen Zeiten kommst du einfach zur Ruhe, wie die Natur im Winter ruht. Und dieser Rhythmus ist gut so. Und du spürst diesen Rhythmus in jeder Zelle deines Körpers. Frühling, Sommer, Herbst, Winter. Du spürst jetzt, ob dein Körper vielleicht auch mal mehr Ruhe braucht, ob manche Organe vielleicht gestresst sind in deinem Körper. Und du erlaubst jetzt, dass diese Ruhe einfließt, dass sich dieser Stress löst. Und vielleicht brauchen manche Teile in deinem Körper nicht nur Reinigung, Ruhe und Entspannung, sondern auch ein bisschen einen Kick, ein bisschen mehr Kraft und Energie, Lebensenergie. Und auch das lässt du dir dann einfach mal einfließen. Und das fließt auch rein bei dir, weil du im Rhythmus mit dieser Natur, mit dem Umfeld bist. Und vielleicht braucht dein Körper auch ein bisschen so Reserven ansammeln, so wie im Herbst. Und auch diese Energie, Ressourcen fließen jetzt in dich ein. Oder du brauchst etwas mehr Motivation zum Feiern, zum Musizieren, zum Tanzen. Für deine Lebenskraft, für deine Lebensfreude auch. Auch diese Energie fließt in deinen Körper ein. Dieser Rhythmus manifestiert sich noch einmal ganz bewusst in deinem Körper und du spürst, wie du dich mehr und mehr erdest, wie du mehr und mehr in deinem Revier zur Ruhe kommst, in deine Sicherheit hineinkommst. Diese Ruhe und diese Sicherheit gibt dir Vertrauen und Stabilität. Spüre jetzt, wie du in deinem Garten, in deinem Revier verwurzelt bist. Wie du dich nährst und zwar optimal ernährst.
Also über deine Verwurzelung, deine Wurzeln nimmst du genau das auf aus der Erde, was du brauchst, was du benötigst. Nicht zu viel und nicht zu wenig. Und du spürst noch mehr Stabilität in dir, noch mehr Zufriedenheit in dir, noch mehr Sicherheit in dir. Und du spürst, wie schön, klar und auch sinnlich es ist, einen Leib zu haben, auf dieser Erde zu sein und in diesem Leib die Lebensenergie zu spüren, das Leben, das dich durchfließt. Und in diesem Lebensfluss geschieht ganz viel Zufriedenheit. Es manifestiert sich auch ganz viel, so dieser Frieden, diese Zufriedenheit. Und aus dieser Zufriedenheit schöpfst du Sicherheit. Und aus dieser Sicherheit wächst Beständigkeit. Und du spürst, dass du immer fester und klarer verwurzelt bist in deinem Revier. So fest und stark wie eine Eiche, eine alte, starke Eiche. Und diese Stärke und Stabilität kommt durch die Sicherheit und das Geerdetsein. Und du nimmst mit deiner Baumkrone, mit deinen Blättern die Energie der Sonnenstrahlen auf. Genauso viel, wie du benötigst. Und du nimmst mit deinen Wurzeln das Wasser der Erde auf und die Nährstoffe der Erde. Genauso viel, wie du benötigst. Du bist nach unten hin verwurzelt und stabil und nach oben hin breitest du dich immer mehr aus, immer weiter und weiter. Und du wächst heran. Aber dein Ursprung ist die Erde. Du bist der Erde mehr verbunden als jetzt dem Himmel. Du genießt den Himmel, du schätzt den Himmel. Du empfängst auch. Aber die Stabilität kommt durch die Erde. Und nun erwacht diese Venus-Energie nochmal ganz bewusst in dir, diese Lust am Körperlichen, diese Freude, hier zu sein, manifestiert zu sein, schmecken zu können, riechen zu können, musizieren zu können, diese Freude, die Hände in die Erde zu graben oder ins Wasser zu tauchen. Diese Energie, diese Freude steigt in dir auf. Du fühlst dich stabil und sicher und jegliche Unsicherheiten werden aus deinem Revier verbannt. Hier bist du Herrscherin, bist du Herrscher, hier bist du verwurzelt und hier wird dir kein Leid geschehen, kein Mangel wirst du erfahren. Du bist in deiner Mitte. Und diese Zufriedenheit, diese Sicherheit und dieses Vertrauen geht auch auf deine Sippe über.
deine Ahnen und deine Nachkommen. Es ist dein Revier, es ist dein Reichtum. Und du bist reich, weil du verwurzelt bist. Du bist reich in deinem Revier. Du fühlst dich geborgen und sicher in deinem Garten, in deinem Land. Und du spürst, dass du ein Kind der Erde bist. Atme tief ein und wieder aus und spüre nochmal diese Sicherheit, diese Zufriedenheit. Spür diese positive Erdschwere. Spür die Einfachheit und den Rhythmus der Natur. Und genau diese Energie ist die Energie der Venus, der Stier-Venus und des Archetypus Stier. Bedank dich jetzt bei dieser Energie. Beweg deinen Körper, spür nochmal nach. Streck dich durch, stell dir nochmal vor, ein gut genährter Baum zu sein, mit Wurzeln tief in der Erde und der Baumkrone, dem Himmel der Sonne zugewandt. Spür die Zufriedenheit und Dankbarkeit. Und dann komm genau in deinem Tempo in deinen Raum, in deine Zeit zurück. Und öffne deine Augen und spür nochmal nach. Wie fühlt sich denn diese Stierenergie an? Wie fühlt sich denn diese Venusenergie für dich an? Beim nächsten Mal geht es dann weiter mit dem nächsten Archetypus, dem Zwilling. Aber für heute bleib mal so in diesem Revier. Und merk nochmal den Unterschied auch zwischen Widder, wo die Energie ist, dieses Ich will, und da gibt es keine anderen Probleme, und Stier, der dann sagt, okay, ich komme hier zur Ruhe, mein Revier, aber auch den Kopf noch frei hat. Diese ganzen ersten Zeichen, da wirst du merken, ist der Kopf freier, bist du klarer und bist einfach mehr im Hier und Jetzt, beziehungsweise dann im Tun auch, im Erreichen beim Widder und im Hier und Jetzt, in der Verwurzelung vom Stier. Ich freue mich natürlich über einen Daumen hoch, schreib mir in die Kommentare, was du so empfunden hast bei der Meditation, und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Liebe Grüße aus dem wunderschönen Linz, dein Oliver Ereni. Tschüss, bis nächstes Mal.